Du musst dein Handy geben. Schnell. Matti, was ist los? Hier, ich hab gewonnen. Ich muss dich jetzt sofort anrufen. Sonst schnappen die anderen Hausbewohner uns den Gewinn weg. Ach, um Gottes Willen. Also bei so einer Schweinerei habe ich auch schon mal mitgemacht. Die wollen, dass man dafür teuer Geld anruft und machen dann einen Haufen Kohle mit. Quatsch, wir haben gestern bei einer Hauslotterie mitgemacht. Wir haben gewonnen, sehen Sie das nicht? Das ist Betrug. Matti, ich fürchte, die Dame hat recht. Warum? Da steht doch ganz groß, das ist kein Scherz. Alleine, dass es da steht, das ist ein Scherz. Das ist der größte Scherz aller Zeiten. Matti, bei der Lotterie, an der wir gestern teilgenommen haben, geht das nicht so schnell. Das dauert Wochen, wenn nicht sogar Monate, bis die antworten. Aber der Zettel hat nichts mit der Lotterie zu tun. Ist wirklich Betrug. Leider. Ich fahr dich jetzt zur Schule. Ich muss zum Flughafen. Alles gut, kein Problem, wir kriegen das hin. Also mir reicht das jetzt hier. Ich steige jetzt aus. Das ist ja wohl die bodenlose Frechheit hier. Sowas Blödes ist mir überhaupt noch nicht passiert. Ich muss zum Flughafen. Sowas Bescheuertes. Jetzt gehe ich halt zu Fuß. Warte kurz hier, ja? Bin gleich zurück. Ich bin dein Onkel, nicht dein Papa. Aber das weiß der Mann in der Bank doch nicht. Tut mir leid, das geht wirklich zu weit. Bitte, Onkel Kurt. Nein, Matti. Weißt du, was deine Mama mit mir macht? Du musst deine Eltern fragen. Vielleicht kaufen sie euch das los. Ich fahre euch jetzt nach Haus. Und wie soll ich das bitte schön machen? Papa kann ich nicht fragen, der ist nie da. Mama kann ich auch nicht fragen. Die weiß nämlich nicht, dass Papa das Geld auch aus dem Pizzageldglas genommen hat. Was meinst du, was bei uns los ist, wenn Mama das rausfindet? Matti, hör auf. Soll bei uns alles etwa noch schlimmer werden? Okay. Hör zu, ich tu's für dich. Aber eins musst du wissen. Das ist eine Lotterie. Nur ein einziger gewinnt. Das Geld ist sicher woanders besser angelegt. Hm? Papa, wirklich das Geld aus dem Pizzageldglas genommen? Nein, hat er nicht. Aber du hast doch gesagt... Ja, sonst hätte Onkel Kurt uns doch nicht geholfen. Hast du gelogen? Ja, schon. Aber man darf ja mal ein bisschen flunkern, wenn man es gut meint, sagt Mama. Aha. Ich hab den ganzen Tag in der Küche gestanden und gekocht und jetzt isst du deinen Teller auf! Ich bin Matti. Das ist mein Bruder Sami. Sami pupst nur, wenn er richtig glücklich ist. Matti träumt von einem Familienurlaub in Finnland. Guck mal, wir könnten in den Sommerferien nach Finnland fahren. Frag deine Mutter. Leider fehlt dafür das Geld. So einen Urlaub können wir uns doch gar nicht leisten. Bis Matti entdeckt. Wir werden umziehen in die Schweiz. Dass Erwachsene manchmal lügen. Dein Vater hat die Sache mit dem Haus erfunden. Wir ziehen nicht um. Ich verstehe die Erwachsenen nicht. Sie versprechen einem Delfin im Ententeich, einen Umzug in ein Haus am See oder einen großen Gewinn, wenn man irgendwo anruft und nichts davon stimmt. Was soll das eigentlich? Pause. Ist gar nicht so leicht zu wissen, was richtig und falsch ist. Jetzt beschließt Matti, dem Schicksal ein wenig nachzuhelfen. Wir gewinnen ein Haus. Ein Haus? Versprich mir, dass du Mama und Papa nichts sagst. Ich schwöre. Papas Haus am See war nur eine Erfindung. Aber wenn mein Los gewinnen würde, hätten wir doch ein Haus am See. Und man darf ja mal ein bisschen flunkern, wenn man es gut meint, sagt Mama. Aha. Nach dem beliebten Kinderbuch von Salana Ura. Wir haben ein Haus gewonnen in Finnland. Mama und Papa glaubten, ein Haus gewonnen zu haben. Ich konnte ihnen einfach nicht die Wahrheit sagen. Von den Produzenten von Rico, Oscar und die Tieferschatten. Wenn das alles rauskäme, würde es den größten Ärger des Universums geben. Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums. Boah, Sami. Demnächst im Kino.